Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Ja, wir müssen jetzt hier, ich glaube, wie viel das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leuten ans Töten. Und wir gehen mal zum Ersten. Lehnt das Gemeine und Materielle ab! Sucht euer Heil in den Flammen! Stillleben. Attentat auf verblendete Künstler. Wo waren das? Also hielt ich mich für einen Altruisten, ein Sprachrohr, einen Prediger, Führer derer, die den Glauben verloren. Ja, aber in Wahrheit wurde ich getäuscht. Der Teufel ist abgefallen und seine Kniffe vielfach. Ich hielt meine Arbeiten für Fenster, doch in Wahrheit waren es Tore. Tore, die es seinem schlechten Einfluss erlaubten, hinauszudringen. Meine Kunst half den Menschen nicht, sondern vergiftete sie, säte Lust. Und Gier und Unmoral, wo vorher keine war. Ich wurde getäuscht. Aber nun habe ich die Gelegenheit, den angerichteten Schaden gut zu machen. Ich bete, dass ihr euch mir anschließt, euch von Täuschung und Korruption befreit, eure gotteslästerliche Arbeit aufgibt. Tinte und Leinwand beschwören Begierden, welche in Eifersucht und Wut gipfeln. Zerstört sie, unterdrückt diese Gefühle, denn sie sind gefährlich. Gebt euch voll und ganz eurem Herrn und seinem Propheten Savonarola hin. Gebt an. Was? Was habe ich nur getan? Ihr habt nicht aus freien Stücken gehandelt. Tat ich doch. Mein eigener Selbstzweifel ließ ihn mich so kontrollieren. Es tut mir leid. Und auch mir. Das hier ist keine leichte Entscheidung für mich. Requiescat in pace. Der Kerl ist gewitzt. Weg abschneiden! Werte, seine Blöcke gießt! Jetzt! Los! Der Kerl ist gewitzt! Los, vor ihn setzen! Order! Denkt an euren Drillmänner, flankiert ihn und haltet es einfach! Wartet, bis er sich eine Blöße gießt! Wartet auf den Fehler! Atenti, ragazzi! Geduld! Geil! Order! Wenn wir zusammenhalten, haben wir... Jetzt! Los! Denkt an euren Drillmänner, flankiert ihn und haltet es einfach! Der Kerl ist gewitzt! Na kommt! Traut euch! Oh Gott! Gebt euch keine Blöße, Männer! Der Kerl ist kein Tölpel! Der Kerl ist gewitzt. Geduld. Der Kerl ist gewitzt. Los, Alter, man sind zu viele Leichen schon. Ich finde es nur gut, dass wir welche abhauen.
Das sind noch wir beide. Zunächst, ich markiere dir meine, damit ich nur weiß, wenn ich gerade laufen will. Hier ist einer, den nehme ich mir mal. Eins von 9 Leuten dann sind das. Nicht 7, sondern 9. Das ist ja mal durch. Du bist vom Weg abgekommen, mein Freund. Nee. Ich weiß nicht, warum du das tust. Bin richtig oder nicht? Ich muss fort. Bleib zurück. Volk von Florenz, kommt, sammelt euch. Hört meinen Worten gut zu. Das Ende naht. Jetzt ist der Moment zur Reue. Fleht um die Gnade Gottes! Der jüngste Tag, der korrupte Predigt des Priesters Stumm. Seht ihr es nicht? Die Zeichen sind überall! Aufstand, Hunger, Krankheit, Korruption! Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben! Warum bin ich runtergefallen? Schwachsinn! Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Ecolo, Tempo, Patrin! Mir ist Savonarola erschienen. Was macht ihr hier? Er zeigte mir die Wahrheit. Wir kriegen dich doch. Haben Sie gesehen, wo er hin ist? Das hier fliegt, Mann. Patrin! Was zur Hölle, Alter? Ich versuch mal was. Die Zeichen sind überall. Aufstand, Hunger, krank. Das wird aber nicht reichen, ne? Korruption. Dies sind die Vorboten des Dunkels. Wir müssen stark bleiben in unserem Glauben. Sonst wird es uns bald schon verschlingen. Ich sehe euren Zweifel, dass ihr mich für irre haltet. Aber sagten das nicht auch die Römer über Jesus? Wisst, dass auch ich einst eure Unsicherheit teilte, eure Angst. Aber das war, bevor mir Savonarola erschien. Er zeigte mir die Wahrheit. Endlich wurden meine Augen geöffnet. Und so stehe ich heute vor euch, in der Hoffnung, dass auch ihr sehen werdet. Versteht, dass wir an einem Abgrund stehen. Auf der einen Seite das glänzende, herrliche Königreich Gottes. Auf der anderen ein bodenloser Schlund der Verzweiflung. Werdet ihr wieder zu Gott finden? Oder werdet ihr euch ins Dunkel werfen? Ihr schwankt schon bedrohlich über dem Abgrund. Männer wie die Medici und die anderen Familien, die ihr einst als Herren bezeichnetet, suchten irdische Dinge und Profit. Sie gaben ihren Glauben für materielle Freuden auf. Und sie wollten, dass ihr alle das tut. Unser weiser Prophet sagte einst,
Das einzig Gute... Da- Lass sie nicht entkommen! Dreckskerle wie du, das komm du hier doch nicht so. Auf einmal, ja? Fertig. Lief zwar nicht ganz geplant, aber ihr scheint ihn unter Kontrolle zu haben. Nicht alle von uns mussten getäuscht werden. Ich glaubte bereits, alles, was ich sagte, ist wahr. Nichts ist wahr. Was ich tue, ist nicht leicht. Requiescat in pace. Weg abschneiden! Haltet eure Stellungen, wie es euch weigert! Ich glaube, der hat gerade geredet. Und wieder erstmal alle killen, dann bin ich anonym und dann geht's weiter. Jetzt! Erledigt ihn! Doch vor ihm setzen! Jetzt! Erledigt ihn! Doch vor ihm setzen! An von der Seite! Jetzt! Damit will ich nichts zu tun! Los, jetzt. Vor ihm setzen! Wow. Wow. Bravo! Warum Nico war mal gegen die Wand? Bin da gar nicht hingesteuert, ey. Merda. Merda. La 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 la. Ich war's nicht. Ich habe auch Accessoires, um eure Erscheinung abzurunden. Das ist auch wieder so ein Schneider gewesen, ne? Beute. Ich weiß nicht, ob ich gleich hätte den großen kaufen können. Exzellente Wahl, Signore. Gut. Stati attenti. Wegen eines kleinen Ausbruchs von Pestilenz muss die öffentliche Messe mit dem Kardinal leider verschoben werden. Betet für seine Genesung. Und für die Bestrafung des unwichtigen kleinen Dorfes, in dem er sich angesteckt hat. Next one. Non si passa. Hört ihr mich? Bis ihr euch nicht alle unterwerft und euch dem Propheten Savonarola anschließt, wird diese Brücke verschlossen bleiben. Den Söldner eliminieren, der den Ponte Vecchio bewacht. Ich höre euer Stöhnen und Klagen. Ihr sagt, ihr habt Dinge zu tun, Orte aufzusuchen, Pflichten zu erfüllen. Ha! Es gibt nur eine Pflicht. Unterwerfung! Warum auf? Warum kämpft ihr? Das ist unser! Eure geliebten Medici haben euch verlassen. Sie sind geflohen, um in Selbstmitleid zu vergehen. Savonarola will nur das Beste für euch.
Eine Stadt frei von Laster und Versuchung. Ich mach das außenrum irgendwie. Runter hier, oder? Und so sollen sie es auch in Florenz sein. Leute, ich muss sowieso zurück. Du da! Er flieht! Komm ich da rüber? Ja, okay. Eine Bekanntmachung im Namen des Medikus Maestro Corsini. Eine Behandlung mit seinem berühmten exotischen Flugegel auf den Sünden Indiens. Da ist... Dieses Jahr ist der Preis für Weizen um 6 Florin pro Zentner gestiegen. Das ist die Gelegenheit, ein neues Blatt aufzuschlagen, unsere traurige Vergangenheit hinter uns zu lassen und zu einfacheren Zeiten zurückzukehren. Ich will nur helfen, euch in eine neue Zukunft führen. Akzeptiert unser Geschenk. Hört auf abzulehnen. Sonst habt ihr größere Probleme als eine geschlossene Brücke. Versteht, dass ich nicht drohen will. Meine Fresse. Ich will nur eure Augen für eine größere Wahrheit öffnen. Die Zeiten ändern sich. Nein, die Zeiten haben sich geändert. Und Widerstand... Eine Pflicht. Unterwerfung. Warum auflehnen? Warum kämpfen? Die Stadt ist unser. Eure geliebten Medici haben euch von... Das war mal easy. Ihr tragt die Kleidung des Adels. Wie konnte Savonarola euch blenden? Reichtum und Macht garantieren nicht Zufriedenheit. Ich wollte noch mehr. Und jetzt habt ihr stattdessen... nichts. Das hier musste einfach getan werden. Requiescat in pace. Der ist auch gleich wieder nicht. Bin noch nicht an dem Ding. Ich glaube, ich muss aus dem Reich heraus. Ne? Oh ne. Alles klar. Und zack, gehen sie alle über die Brücke. Uhahaha. Jetzt macht er wieder irgendwas, obwohl ich irgendwas drücke. Dann gebe ich einfach wieder rauf. Alles klar. Das waren jetzt 3 von 9 Lieutenants. Und damit verabschiede ich mich erst von dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.